setzen wir ihn nicht alle auf ein Wölkchen Reinhard May. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Ja, er lernte mit seinem Song Fliegen, und das ist jetzt schon 50 Jahre her, über den Wolken. Was für ein Song. Aber jetzt mal im Ernst. Reinhard May hat tatsächlich seinen Pilotenschein gemacht und wurde dadurch zu seinem größten Hit inspiriert, ob er wohl in den Lüften dann auch schön singt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wie Reinhard May das erfüllt hat, was die Fliegerei so ausmacht, die Freiheit über den Wolken eben grenzenlos ist. Das ist auch 50 Jahre später immer noch gültig. Reinhard May, er dachte und schrieb sein wohl berühmtestes Lied hier, bei der Motorfluggruppe Wilhelmshaven, Friesland. Rainer Luff und Gerd Grimm können auch bis heute ein Lied davon singen. Dann strahlen sofort die Augen. Das war ja mal unser Vereinsmitglied, nicht? Spätestens beim Refrain fallen auch alle Nichtflieger dann mit rein, weil das alle eben kennen. Ein Jahr war er hier am kleinen Flughafen zum Fliegerkurs, weil das in seiner damals geteilten Heimatstadt Berlin nicht möglich war. Bei einer Konzertreise flog ihn dann ein Pilot von Wilhelmshaven nach Frankfurt. Mit dem freundete er sich an und war dann ein Jahr hier oben. Ich hatte mir in dieser Zeit auch eine Auszeit theoretisch vom Schreiben, vom Arbeiten genommen. Aber so ganz konnte ich es dann doch nicht sein lassen. Sein Text von damals ist heute Kult und immer noch zu spüren. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Das Wort Luftaufsichtsbaracke in einem Lied unterzubringen und das poetisch klingen zu lassen, darauf kann ich mir schon was einbilden. Na, es ist, alle Worte gehen, wenn der Sinn stimmt. Und es war eben eine Luftaufsichtsbaracke in Wilhelmshaven. Und es hat auch wirklich jemand darin Kaffee gekocht. Und es war auch immer sehr regnerisch. Es hat in der Zeit sehr viel geregnet. Und natürlich schwamm in den Pfützen Benzin. Ich brauchte nur die Wirklichkeit nachzuschreiben und schon war das Lied fertig. Als Reinhard May dann mit dem Flugschein fertig war, gab es den obligatorischen Klaps auf den Hintern und seine Krawatte wurde ihm traditionell nach dem Erstflug abgeschnitten. Die hängt hier immer noch im Clubheim und erstaunt bis heute Besucher. Das ist doch Reinhard May. Klar ist das Reinhard May. Ist das der Reinhard May? Na ja, das ist der Reinhard May. Er hat hier die Ausbildung gemacht und seinen Flugschein gemacht. Über den Wolken. Und spätestens, wenn man hier im Flieger sitzt, gibt es einmal mehr diesen besonderen Hinweis auf diesen besonderen Blick hier oben. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Das ist das, was ich den Flugschülern dann auch mal sage. Guck dir das an, das hat Reinhard May zu Papier gebracht. Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.